Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Mittlerweile kann ich's aussprechen. Ach ja. Pheromon. Pheromon. Ja. Pheromon. Kannst du einen Verstand wie meinen besiegen? Ich denke mal hier, nee. Hier verliere ich sie. Ich soll da jetzt nicht darunter springen, oder? Ach nee, ich habe ja jetzt dieses neue Ding. Jetzt geht das ja. Ist das ja cool. Naja, ich gehe ja schon weiter. Verzeihung, ich habe genießt. Entschuldigung. Es ist gut, meine Lieblinge. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja, und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Croc. Hm. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Hm. Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächster dran. Ich werde warten. Oracle, ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Betthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Sieh mal an, wer das ist. Hey, Batman, sieht so aus, als ob du falsch abgebogen bist. Wir sind hier, um sicherzugehen, dass du bleibst, wo du bist. Ja, geh und spiel noch ein paar Stunden mit der Schlampe. Der Boss hat auch keine Zeit für dich. Erstmal möchte ich gerne auf die Karte gucken. Okay. Ja, und nun? Ich muss leider darüber. Was zum Teufel ist das? Willst du was davon? Ich mach! Ja! Das wird ihn verletzen! Ach, Jungs. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich auf eine Art hier ein bisschen, ne? Dass ich jetzt hier so wieder alles zurück muss. Das stört mich. Dass da keine Schnellreise für diese Fälle gibt.
Liebst du Rätsel, Batman? Na, nicht gerade. So. Ach, da komme ich so rein, ey. Hund ist schon wieder am Brummen. Nee, er träumt. Okay. Hey, leck mich, Fledermaus. Wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ja, jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Was macht er? Er hat einen Weg gefunden. Ich mach dich fertig! Du wirst da Löcher haben, wo früher dein Gesicht war! Das ist aber nicht nett. Botschaft von Joker. Batman kommt. Es gibt eine Belohnung für jeden, der ihn zur Strecke bringt. Wann kriegen wir unsere Upgrades, Mann? Joker sagt, wir werden dann stärker als die Fledermaus. Er hat seine Formel. Batman ist jetzt so warten gut wie wir, tot. Dass wir dran sind. Wenn ich ihn kriege, reiße ich seinen Kopf ab und hänge ihn vors Rathaus. Stell dich an. Er ist da oben. Über. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Irgendwo nach oben. Er ist ganz oben, in den Baumwipfeln. Wie wir es von diesem fliegenden Schädling gewöhnt sind. Sieht so aus, als ob er euch da oben ein Geschenk hinterlassen hat. Du hast Joker gehört. Hey, geh von mir runter! Und der zweite. Ah! Ich bring dich um! Ich brauche hier Deckung! Er bewegt sich über uns, er könnte von überall kommen! Oh Gott, ich kann ihn nicht mehr sehen! Ja, das kommt vor. Habt ihr Idioten nicht den Vertrag gelesen? Ihr macht, was ich sage! Ihr stoppt die Fledermaus oder ihr werdet bezahlen! Das ist nicht gut! Nee, komm her. Das war nicht geplant. Wo ist der hin? Oh Gott, der ist über uns. Er ist in der Luft. Wo? Er ist nach oben ins Gebälk. Batman ist weg. Ich hab ihn verloren. Ich dachte, der sieht mich da vielleicht nicht. Ah, scheiße. Bisschen anders geplant. Tja, anscheinend nur hier und die Fledermaus. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Pass schon! So. Jetzt kann ich hier endlich raus. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verletzt. Unglaublich, dass du die arme Ivy weinend in ihren Garten gelassen hast. Sie sah so traurig aus. Ich habe ihr ein wenig Titan gegeben. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich ihr noch eine geben? Ich glaube, sie will es. Sie nennen dich nicht umsonst Ivy, oder Liebling? Ehrlich gesagt habe ich auf eine 10 Meter hohe Killerpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer, was man will. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag, und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen.
Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger radeln. Ja. Ich finde das jetzt blöd, also müssen wir jetzt doch gegen Ivy kämpfen später. Ach, das ist ein bisschen scheiße. Ich hatte ja eher gehofft, dass wir das nicht müssen. Ah, ja. Oh. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Sieht aus, als ob die Pflanzen weiter mutieren. Oh. Ja. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Also nicht in Berührung kommen damit. Gut, da kann ich mit leben. Ich muss nach... Da, das ist... Scheiße. Ernsthaft jetzt... Na gut, ich könnte ja... rennen. So, da muss ich hin, ne? Richtig. Okay, die sind doch... Das ist doch sehr schnell, das Zeug. Ja, super. Muss ich da hoch zum Turm? Hat er ja zumindest angezeigt gehabt. Ich bin mir aber da noch nicht so hundertprozentig sicher. Angreifen kann ich sie nicht. Ich glaube, es bringt auch nichts da hoch, oder? Oder kann das Ding auch nach oben ziehen? Nee, kann es nicht. Ach ja. Hier kann ich auf jeden Fall nicht nach oben klettern. Irgendwas muss doch da... Ich weiß nicht, wo ich rein muss. Das ist scheiße gerade. Oh, ich muss direkt zur Tür. Sammle in Killer Crocs Versteck Pflanzensporen. Klar. Rede in Arkham-Villa mit Aaron Cash. Ja, toll. Ach, ich komme doch gar nicht hin.
Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Ah, ich hasse es. Da kann ich auf jeden Fall nicht vor, weil da eine Pflanze sitzt. So, und ich kann aber auch nicht weiter hoch. Oh, ich hab da was entdeckt. Nein, nein. Fuck. Ah, da war da. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte. Ach, wie soll ich denn... mein Gott, ich hasse es. Jetzt kommt er auch hier nicht. Weißt du, überall kommt er dran, aber hier kommt er jetzt nicht hoch, ne? Ah. Leco mio, ey. Zählt das auch? Denn ich bin drin. Oh. Man habe dekoriert. Ich bin nicht ganz sicher, dass wir da so durch dürfen, können. Sollten. Oder? Komische Atmosphäre hier drin. Da, ich wusste es. Okay, wir dürfen hier nicht so durch. Tja. Das war scheiße. Wegen den blöden Pflanzen komme ich auch nirgendwo dran. Ich muss komplett hier durch. Ach, guck mal, hier ist so eine Giftziege. Aha. Ja, dann rüber. Da bin ich jetzt mal schnell. Ja. Aber hier ist ja nicht schlimm, hier ist keiner mehr. Hey Jungs, Batman. Wir sind leichte Beute, wir werden alle sterben. Okay. Ich dachte, das Schlimmste wäre vorbei. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen, aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um.
Ach, Dringe. Ich habe Dinge Dinge gelesen. Ja, Arkham Villa. Ach so, da muss ich jetzt Intensivbehandlung. Oh, jetzt muss ich wieder in die Mitte. Ach, eine Hin- und Herlauferei. Wie ich das an Spielen hasse. Holla. Hund hat sich gerade bewegt. Ich habe irgendwie Lust, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, habe ich irgendwie Lust, die Filme nochmal zu sehen. Ich weiß nicht warum. Den habe ich schon, ja. Ja, was ein Zufall. Und ich versuche die ganze Zeit da an diesen komischen Glockenturm da reinzukommen, ey. Wunder mich, dass das nicht funktioniert. Okay, lass mich mal checken. So, ich muss da hoch. Achso. Nee, wo muss ich jetzt lang? Ach, scheiße. Da ist der Garten, genau. Da ist der Garten. Also ich muss direkt an dem Garten vorbei. Ja, toll. Ja, ist gut. Bin's jetzt aber auch so langsam mal leid. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ding knacken. Mann, komm. Schön, 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 schön. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist, sehr komisch. Lassen wir mal die Witze. Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Naja, ich glaube das nicht, aber okay. Ja, viel gebracht hat das ja nicht, ne? Ich nehme mal an, das sind keine Bullen. Nö. Du wirst. Ich schlag dich. Alles okay, Kumpel? Bums, mach's nochmal! Au, das wird wehtun. Geht's ihm gut? Ja. Ah!
glaube, ich muss hier rein. Ja, sieht definitiv so aus. So, und jetzt muss ich direkt... Oh, Hund, hast du es gleich? Der wackelt hier rum, ey. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der darauf gekommen ist, schaffe ich das auch. Ja, ja. Nur wie? Ah. Alles klar. Na gut, das hat jetzt nicht gerade super funktioniert. Vor allem nicht so, wie ich das wollte. Nee. Spannend vielleicht? Jetzt gesehen? Fuck. Oh. Vielleicht habe ich hier bessere Chancen. Wenn er es da hochschafft, dann schaffe ich es auch. Das ist ja mal so witzig gesagt. Nein, ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht wie. Das ist bestimmt wieder ganz simpler. Warte mal. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Aber vielleicht geht es so. Wow! Wow, 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 wow. Na, geh doch hoch. Sag mal. Oh, ein Band. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Oh.
Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range.